Hallo, was geht ab und herzlich willkommen. Heute werden wir auf Donald on a Trailspike. Six Threes, Hashtag 52 reagieren. Ja, Leute. Viele von euch haben mich angeschrieben auf Instagram und mich gefragt, yo, was hältst du davon? Ja, natürlich finde ich schade, dass die beiden sich getrennt haben. Aber man muss natürlich auch gestehen, die beiden sind jetzt schon seit 4-5 Jahren gemeinsam unterwegs, haben gemeinsam viele Sachen erlebt. Und dann kann es natürlich auch mal vorkommen, dass die beiden vielleicht etwas anderes haben oder beziehungsweise etwas anderes machen wollen, was der andere vielleicht nicht möchte. Und das muss man natürlich auch respektieren. Meiner Meinung nach hat es sich jetzt nicht, also ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass die sich im Schlechten getrennt haben. Nein, im Übrigen. Also ich meine, die sind ja schon so lange unterwegs miteinander, ja, und haben so viel erreicht. Ich meine, Fabio hat 4 Millionen Abonnenten geknackt. Genauso hat Elias bald die 300. Vielleicht hat er die schon. Ich muss nämlich noch sein Video angucken hier, ja. Nee, das ist Lukas. Shit. Auf jeden Fall, ich muss mir wieder mal bei Elias mal ein, zwei Sachen reinziehen. Und für beide hat es sich einfach irgendwie gelohnt. Und man hat, es ist einfach, keine Ahnung, das Duo, klar, fehlt mir natürlich. Aber ich denke jetzt nicht, dass man die beiden nie mehr wieder gemeinsam sieht. Ne? Also ich glaube, die Freundschaft besteht immer noch. Und ich wünsche den beiden, also genauso wie Fabio, genauso wie Elias natürlich, nur das Beste. Ich werde die beide weiterhin verfolgen. Ja, ich werde auf beide weiterhin reagieren. Sind zwei sehr sympathische Kerle, die ich vielleicht irgendwann mal kennenlernen darf, wer weiß. Aber ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, let's go. Hashtag Sixthrees, Hashtag 52. Ich glaube, es ist eins der beliebtesten Six Threes, oh Gott, habe ich jetzt absolut verkackt. Folgen, die sie jemals hochgeladen haben. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, let's go. Downhill on Trailbikes. Warum schüttelst du den Kopf? Wait, Downhill on Trailbikes. Wait, da gibt's doch Downhill-Bikes für, oder? Ja, genau. Okay, jetzt verstehe ich auch den Titel. Alles klar, ich hab's verstanden. Oh! Der Lu! Mach mal. Oh, das sah nicht gut aus. Servus, Lion! Wir sind wieder Six Series. Und zwar heute ist der Tag, oder Witz? Genau, heute gibt's mal ganz Spezielles. Ihr alle habt's gewollt. Ihr habt's und wir gewollt, nehmen's als Challenge. Und zwar, wir sind in Saalbach hinter Glam gerade. Zwei Tage nach dem Glamride. Und wir stehen gerade vor der Pro-Line. Und wisst ihr, was für Räder wir dabei haben? Nicht die Downhill-Bikes, sondern Trial-Bikes. Und jetzt ist es soweit. Downhill on Trial-Bikes. Here we go. Wir fahren mit die... Wait, Trailbikes, warte mal. Sind das... Warte mal, ich muss Trial das sehen. Trailbikes, Downhill. Ich bin nicht der König oder der King in dem Schild, aber... Fahr mal drin. Wir haben ach, das sind die! Der 3 Bar Luft im Reifen. Aber wir lassen da nichts raus. Komplett alles ohne Federung, komplett stiff. Wir haben die MT7 drauf. Die ist eigentlich das Einzige, was uns schützt. Ja, die MT7 ist das Einzige, was uns stoppen kann. Irgendein Schiss vom aber keine... Keine Dämpfung. Oh oh. Aua. Also, let's go. Aua. Scheiße. Oh, 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 oh. Alter, das schaut geil aus. Oh, jetzt kommen Leute. Also, wir sind gar nicht weit gekommen, aber da ist der Baumsturm. Und da ist der Sprung, in dem man dachte, okay, vielleicht können wir so einen Tire-Tap gegen den Baumsturm machen und dann wieder rein. Stimmt, den habe ich ja gesehen irgendwo. Oh! Alter, ist so krank, wie weit hält, ne? So, jetzt schauen wir mal, wie die anderen da drüber fahren. Yo! Wow. Da siehst du so Fabio mit so einem Riesen, so mit so einem Trailbike. Da rüber springt so. Yo! Wow! Ja, komm schon! Aha! Ah. Den Sprung fand ich tatsächlich cool. Wer ist er denn, Alter? Wer ist er denn? Jetzt kommt ein Rowdy. Und Backflip. Yo! Geiler Backflip. Oh! Geil! Hey, Sende, Mann, der Hookie Gas. Ah, komm schon! Ich find's immer satisfied, wenn er den Sprung. Wow! Alter. Alter. Geiler Typ. Ja, jetzt. Yo. Yes, sir. Alter. Geil. Boah, der war aber stark. Der war schön. Ich würde sagen, weiter geht's. GoPro aufen. Und weiter geht's. Weiter geht's. It's allein. Oh, Bremsrede. Oh. Oh, geil. Ich glaube... Ja, sehr angenehm auf jeden Fall, mit so einem Trailbike da durchzufahren.
Ja, Mann, erstmal noch flexen, Alter. Ja, geil. Oh. Oh. Alter, wie bremswild. Und die Steine. Oh. Wer kennt die nicht? Oh, das ist sehr angenehm ohne Dämpfung. Oh! Oh. Alles klar. Stark. Schau, sich serious, Mann, Gott. Jo! Bist du Fabio Wittmer? Ja. So, ja! Ich bin es. Hä, übel geil! Gut, ich würde wahrscheinlich die Trail hier fahren, ja. Nicht die, aber. Ne? Kennt ihn. Alter. Ich würde sagen, wir senden den jetzt mal mit den Trailbikes runter. Letztes Mal No Hand Challenge, jetzt die Drop Challenge. Ich werde probieren, so einen außer Fahrt zu droppen. Und Fabio vom Backwheel. Ja. Fangst du an? Jo, let's go. Let's go. Mit so einer blöden Trial-Bike. Ist schon ein bisschen sketch, ja. Ja. Send ja, das sieht, ja, wobei... Yeah. Also ich würde hardcore auf die Fresse fliegen bei so einem Shit. Warum? Nicht für sich selbst. Ich kann es euch gleich erklären. Erstmal, ich kann kein Fahrrad fahren, aber ja. Ich würde erstens mal hier abbremsen. Wait. Er zieht das Rad ein bisschen hoch, ja, muss er ja auch. Ja, aber das würde ich nicht mal hinkriegen. Ne? Yeah! Und das würde ich nice. Nicht hinkriegen. Wait, ohne? Wait, what the fuck? Yo, und? Zack. Yo! Kann man auch so machen? Aber es schaut so, es ist für den Kopf so komisch. Ja, voll. Okay, also, okay. Let's go. Und inside! Yo! Geil. Yo. Und zack, nice! Erstmal. Oh! Wow! Alter, was ist das denn für ein Sprung? Alter, nie im Leben, oder? Wir haben echt einen mega beängstigenden Gap gerade gefunden. Und zwar aus der Kurve raus. Da ist so also, wie so ein Boner-Log, so ein Northshore-Teil. Und quasi über die Steilkurve drüber und in die Landung rein. Genau, also da drüber, wo der jetzt ja, durchfährt. Ich hab grad Video gedreht. Ja, voll. Können wir ein Foto zusammen machen? Das einzige Problem, was er geiler echt typ. Ist die Kurve. Das stimmt halt ein bisschen nicht ganz so zusammen. Geiler Typ. Vor allem im Drybike ist die Kurve so wackelig und rutschig. Und genau. Das Problem ist, glaube ich, dass ich den Speed nicht ganz so hinkriege. Aber ich probier's mal. Genau, und vor allem, man kann nicht treten, weil man so einen kleinen Gang hat. Und da oben drüber. So, Fabio, aber let's go. Ja, let's go. Ich mach mal einen Speedtest. Ja. Das wird schon sketchy. Ja? Das halt Sendet. Schon, what the fuck? Alter, nein, hau her. Nein, hör auf. Kannst du abspringen? Ah, ja. Das war deine Idee, also musstest du umsetzen. Here we go. Bonalog versus Fabio Wittmer. Alter, ist das sketchy. Ja, das schafft er easy. Easy. Yo. Easy. Alter, aber wie schön. Schön gesendet. Danke dir. Er hat sich schlimm angefühlt, muss ich sagen. Obwohl er eigentlich gar nicht schlimm war beim Springen. Aber nee, hat sich also hat nicht schlimm Bonalog, dann. Wir sind solche Vollidioten. Ah, na! Ah, na! Also, wir sind jetzt bei dem Sprung, den wir in unserem Course-Preview geflippt haben. Beziehungsweise probiert zu flippen. Probiert haben. Aber mega witzig, aber. Wir sind ja mit den Tribikes unterwegs, also wäre der Plan, den mit den Tribikes natürlich auch zu flippen. Genau, aber ich glaube, man muss sagen, ich glaube, der ist mit dem Trialbike sketchier wie mit dem Downhill. Ja, wirklich, also. Sollen wir Schnick, Schnack, Schnuck wieder anfangen? Ja, was Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, mal. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, Fabio, first. Hier ist er. So, let's go. Okay. So, das wird jetzt nämlich echt sketchy, weil war der Sprung. Das wird echt sketchy, aber ich mach mal einen Testrun ein und dann, ja, und dann. Dann ist soweit. Toll! Yeah! Wow! Wow, das kommt so Fabi mit so einem Trialbike und ja, springt weiter wie, keine Ahnung. Nix hochweiger. Ja. Ja, hilft dir nichts, nicht? Ja, was? Let's go, viel Spaß. Danke dir. Yo! Wow! Oh. Ey, das ist schon wieder so, der Typ, wie oft will der da noch runterfahren? Scheiß Trialrad. Stiff wie die Sau. Gut, dass keine Schlagleiche vorbei sind. Ja. Boah, geil. Yo! Nice, oh mein Gott.
Alter! Yes! Ohne Witz, du musst echt gescheit anreißen. Schau, oder? Yes! Boah, danke, du machst mal. So, jetzt bist du dran. Also auf das freue ich mich jedes Mal wieder, wenn du am Backflip machst. Wenn du am Backflip machst, das ist immer wieder das Highlight. Hä, hey, schon wieder der Dude? Der Typ. Du. Mach mal einen Testsprung. Okay. So, Testsprung. Oh! Also so kurz waren wir nicht. Ich glaube, du warst weiter wie jeder andere mit dem Downhill-Radler. Ah, shit. Ist gebrochen? Alter, ohne Witz, du bist der härteste Sender, den was ich jemals gesehen habe. Ah. Wir haben da leider einen schwer Verletzten. Schulter ausgekegelt, ich kenne das Leiden. Dunge ausbissen. Blessur am Kopf. Würde eigentlich so ziemlich überall. Du machst mir echt Hoffnungen für einen Backflip. Danke. Ich wünsche dir trotzdem viel Glück. Das wird er brauchen. Hey, viel Leute. Glück, gell? Danke. Gute Besserung. Also, der Typ hat auf jeden Fall einen Titel für den härtesten Shredder auf dem ganzen Track verdient, oder? Hetzer, wir schauen mal aus. Gut. Oh, was? Titel für den härtesten Shredder auf dem ganzen Track. Das war der Dude? Du machst mir echt Hoffnungen für einen Backflip. Ich glaube, du warst weiter wie jeder andere mit dem Downhill. Aber man hat den Fail nicht gesehen, ne? Er liegt einfach am Boden. Shit. Ist gebrochen? Alter, ohne Witz, du bist der härteste Sender, den was ich jemals gesehen habe. Wir haben da leider einen schwer Verletzten. Aua. Schulter ausgekegelt, ich kenne das Leiden. Dunge ausbissen. Blessur am Kopf. Das würde dann eigentlich so ziemlich überall. Du machst mir echt Hoffnungen für einen Backflip. Danke. Ich wünsche dir trotzdem viel Glück. Das wird er brauchen. Hey, viel Glück, gell? Danke. Gute Besserung. Also, der Typ hat auf jeden Fall einen Titel für den härtesten Shredder auf dem ganzen Track verdient, oder? Hetzer, wir schauen mal aus. Gut. Let's go. Ich bin guter Dinge. Jetzt zirkst du schon durch. Oh, oh, oh. Bitte. Wow, oh, wow. Yeah. Yeah. Alter Schwede, geht's dir? Ja, alles gut. Ha? Alles gut. Boah, scheiße, ohne Witz. Das war jetzt, Alter, das war jetzt komplett gestört. Wow! Wow! Bruder, was machst du für ein Ding, Alter? Wir schauen mal aus. Gut. Let's go. Ich bin guter Dinge. Deswegen freut sich Fabio, jetzt oder was? Oh. Hier sah nicht mehr gut aus. Hier war vorbei. Wow! Wow! Wow. Yeah. Yeah. Ah. Alter Schwede, geht's dir? Ja, alles gut. Ha? Scheiße. Boah, scheiße, ohne Witz. Das war jetzt, Alter, das war jetzt komplett gestört. Ja, aber was, ich habe nicht wieso wirklich weggekommen. Was? Das war voll Alter komisch. Schwede. Ja. Aber Respekt für Senden. Also ja, Respekt für Send. Alter, ganz ehrlich. Nur ein bisschen aufgeschürft. Alter, du bist sonst ist gut. Ey. Wow. Okay, ich muss meine Fresse halten. Ich würde es nicht besser machen. Das ist sketchy Sprünge, auf jeden Fall. Geil, Mann. Oh. Ja, ich hasse aber Bäume. Ich hasse Wald. Oh. Greta, no front, ja. Oh. Ich bremse mich in so ein Gras. Fuck. Oh. Oh. Ja, Mann! Oh. Geil. Out of line. Wow. Eieiei. Hier auch nochmal schön drüber. Let's go. Yeah. Jo! Yeah, der Flex nochmal! Der flexende Boss! Geil! Das sind so die easy Sprünge! Arme nochmal ausschütteln! Ah ja! Rein ins Glück! Ab geht's! Hä, ey, die Strecke ist ja übel lang, aber auch übel geil irgendwie! Außer Bäume! Bäume, wisst ihr, ja! Nicht so mein Freund! Scheiße! Wie, genauso wie Posten beim Goal. Also die waren auch nie mein Freund. Da bin ich 15.000 Mal reingefallen. Sie ist reingelaufen. Wow. Hey, ich finde das Übelkeit, die geht doch da bis da unten. Jesus, geil, Alter.
erstmal durch den Tunnel durch. Und dann. Oh, das ist sehr unangenehm. Oh. Alter Schwert. Alter. Ah, shit. Shit. Alter. Anscheinend sind Tri-Bikes halt wirklich nicht gemacht zum Downhillen. Nee. Ah. Soul Island, was für eine Challenge. Yes, mega also, geil. Finde ich sehr cool. Ja, Freunde, falls ihr den lieben Fabio noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich das gerne auch bei ihm machen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr könnt es natürlich auch gerne bei mir machen. Wir sind kurz vor den 4000, Freunde. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich natürlich sehr freuen. Geht natürlich auch gerne zum Elias Channel, rüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Haut rein. Tschö, bitte. Peace, peace. What the fuck?